Hallo und herzlich willkommen hier beim Channeling-Kongress und dem Channeling-Portal. Schön, dass du uns gefunden hast und diese Sendung gefunden hast, denn wir möchten mit dem Im Gespräch mit dir immer gerne Referenten vorstellen und ein Thema mit ihnen dann vertiefen. Und so freue ich mich heute ganz besonders, Achim Grabwohl begrüßen zu dürfen. Lieber Achim, schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Hallo. Hi, lieber Kai, ja, freut mich, mal wieder mit dir zu sprechen. Das waren immer, bis jetzt immer tolle Interviews, ne? Also harmonisch fand ich es auf jeden Fall, weil wir irgendwie auf der gleichen Wellenlänge sind und bin mal gespannt, ja, was auch die geistige Welt uns heute mitteilen möchte, ja. Ja, absolut. Und ich finde es auch immer wieder schön, wie es dann so im Fluss eben geschehen darf, unser Austausch. Und ich kann das nur zurückgeben. Es ist immer wieder wundervoll, auch die Heilabende, die wir freitags schon in den Livestream-Meditationen gemeinsam erleben durften. Immer wieder Gänsehaut pur. Und es ist schön, dass wir miteinander verbunden sind. Du bist spiritueller Heiler, du bist Medium und Seminarleiter, beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren eben mit dem Thema Heilung. Und heute wollen wir mal, ja, über die gesellschaftliche Heilung sprechen gemeinsam. Dein Fokus ist ansonsten immer ja mehr auch auf das körperliche, menschliche, im einzelnen, individuellen Fall. Aber die Gesellschaft, das ist der Gesellschaftsleib, der Menschheitsleib sozusagen. Sagen, man spricht hier auch von Gemeinschaftsseelen, von einzelnen Seelengruppen, die gemeinschaftlich eben ein Volk dann auch ausmachen. Der Leitspruch, wie innen, so außen, ich denke, das kann man hier erstmal anwenden. Wie empfindest du denn, ich sag mal, den Krankheitszustand momentan unserer Gesellschaft? Oh ja, das ist eine spannende Frage, ne? Also klar, das kann sich ja eigentlich fast jeder selber beantworten, ne? Wir sollten ja einfach mal um uns schauen. Und klar, es kocht, es brodelt, sind Spannungen da und die entladen sich gerade, ne? So nimmt man das natürlich wahr. Genau. Und ja, das ist einfach diese Zeit, wo wir gerade drin sind. Jetzt über den Sommer hatten wir, habe das auch vorher in meinen Vorschaus, wo ich da manchmal gebe, so energetische Vorschau, so auch wahrgenommen, dass wir im Sommer eher wieder ein bisschen Pause haben, ne, von dieser ganzen Spannung, die da auch auf uns einfließt. Aber jetzt geht es halt schon wieder los, ne? Ja, genau, aktuell die Themen dann im Nahen Osten und da steht schon wieder einiges vor der Tür, wo viele Präsidenten jetzt schon auch wieder von Krieg sprechen und ja, und das ist eben dieses, was da gerade vielleicht mehr und mehr auch in diese Richtung kommt, ne? Dass viel von dem Negativen über das Negative gesprochen wird und man das Positive eigentlich aus den Augen verliert, ja. Und das ist dann für die Menschheit ein bisschen schade, ne? Wenn man das vergisst, was eigentlich noch alles Positive bei uns da ist oder um uns herum oder was wir sind, was wir Positives sind, ja. Und ich denke, das ist auch mein der Grund, warum ich das mache, ne, das mit dem geistigen Heilen, weil ich selber erfahren habe, ich war auch in Situationen, die könnte man mit dem Krieg vergleichen, Krieg mit mir, in mir, da war nur noch Dunkelheit, da war nur noch ja, Verzweiflung, nichts Positives mehr und letztendlich habe ich da auch keinen Ausweg mehr gefunden und so. Ist es irgendwo anders hergekommen, ne? Auch von außen, über einen anderen Heiler, der mich damals geheilt hatte. Und ich habe wieder erfahren, wer ich eigentlich bin, was ich bin und was für eine Kraft in mir ist und dass ich doch ein göttliches Wesen bin, ja? Und das vergisst man in der heutigen Zeit. Genau, und das ist doch sehr wichtig auch, ja. Ja, das hast du schon einen ganz wichtigen Punkt aus meiner Sicht eben auch angesprochen, dass sich wieder daran zu erinnern, dass man selber ein göttliches Wesen ist und dass, wenn ich das jetzt wieder nach außen projiziere auf die Gesellschaft, dann ist die Gesellschaft ja eine Ansammlung von vielen göttlichen Wesen, die hier inkarniert sind, wo die meisten es aber irgendwo ja vergessen haben, sozusagen. Also wir alle haben das natürlich im Laufe unserer Inkarnation vergessen und immer mehr erinnern sich jetzt aber daran. Das Stadium, in dem wir gerade sind, du hast das Wort Krieg schon gerade reingebracht. Krieg in dir war, Krieg sehen wir aber auch im Äußeren. Ja, gegen was kämpfen
kämpfen wir hier? Ist es, wie soll ich sagen, sind es Krankheitserreger, die von außen gekommen sind, oder sind es aus deiner Sicht eher Symptome, die hier entstehen aus inneren Prozessen, also das, was unvermeidbar sowieso in uns schlummert? Ja, das ist natürlich schon, also das sind alles irgendwie Begriffe, ne? Und nennen wir das jetzt Parasiten oder sonst irgendwie oder Erreger oder sonst, je nachdem, was jeder auch damit in Verbindung bringt, ne? Genau, also das sind auf jeden Fall Widerstände, die da sind, Spannungen, die was blockieren, die was nicht zum oder abhalten vom Fließen, ne? Irgendwie, ja, eine Blockade, könnte man das auch allgemein nennen, je nachdem. Und klar, das ist eigentlich schon immer bekannt, ne? Das steckt in den Veden drin, da wird da viel darüber geredet. Das Wissen haben wir eigentlich, ne? Nur das ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, jetzt auch wieder verloren gegangen, das Ganze, ne? Das, weil wir uns irgendwie haben wir als Menschen dieses, ja, dass wir uns eher dann auf das Negative richten und das Positive eigentlich dann aus den Augen verlieren. Ja, und ich glaube, das ist es. Aber gut, das andere, was natürlich schon auch zu unserer Inkarnation jetzt hier gehört, ist, dass wir auch in der Dualität sind hier. Die Erde, ne, die Dualität, wo wir eigentlich alles erfahren können, wo wir das eine erfahren und auch das andere, ne? Also von allem gibt's zwei Seiten. Wenn wir dann höher wieder aufsteigen, die nächsten Dimensionen kommen, da wird es dann anders sein, dass es letztendlich nur noch das eine gibt. Und da existiert dann auch keine Dualität mehr. Und da gibt's dann auch nicht dieses Gegeneinander oder ja, diese extrem verschiedene, ja, Kräfte, die da einfach wirken auch, ja, genau. Ja, also für mich ist immer so ein Wort ein ganz wesentliches, das ist Symbiose. Also wenn ich in meinem Körper alle Zellen und auch Bakterien, die ja letztendlich mehr sogar sind als Zellen, das heißt also die Frage ist, wer bin ich? Also ich bin viele Bakterien, Zellen und. Aber wenn das Ganze aus der Symbiose herausläuft, also aus dem Gleichgewicht, aus der Harmonie, dann entsteht ja erst Krankheit. Also das heißt, der Normalzustand des Menschen ist, ja, gesund zu sein oder in der Balance zu sein, das gar nicht jetzt mal mit Gesundheit zu definieren, weil am Ende steht für mich eben Heilsein, Einssein, aber das sind zwei Zustände in der Dualität, von der du ja gerade gesprochen hast. Also wenn wir diese Symbiose sehen, dann ist das vielleicht auch genau das Thema, was bei einer gesellschaftlichen Erkrankung letztendlich eine wesentliche Rolle spielt. Kann man das vielleicht so übertragen, dass man sagt, irgendwie ist die Gesellschaft als Gesellschaftsleib auch nicht mehr symbiotisch miteinander, sondern eher ich? Ja, genau. Das ist das, was ich eigentlich auch unterm Leben eigentlich auch verstehe, ne? Das ist das Leben an sich, ne? Die Biologie, das ist die Schöpfung. Eigentlich ist es die Schöpfung, dass das die Symbiose ist, ja, dass das zwei Sachen, was Positives dann herausbringen und sich gegenseitig ergänzen. Ja, und so wie du das schon gesagt hast, diese Ergänzung, das fällt gerade, ne? Das ist eher mehr dann ein Gegeneinander. Ich bekomme mehr und es geht mir besser, so denken die meisten, ne? Aber letztendlich ist es schon so, dass von allem eigentlich genug da ist. Und wenn wir das ein bisschen mehr so sehen, dass wir uns mit irgendwas ein bisschen mehr begnügen, dann wird es für alles reichen, ja. Und klar, das sind gerade schon auch gesellschaftliche Punkte, die da Einfluss nehmen. Gerade sind wir schon in einer Zeit, wo wir uns vielleicht auf jemanden auch verlassen, der irgendwelche Stärke zeigt, ne? Also gerade sind schon auch diese Politiker sehr populär. Populismus, ne? Können wir das nennen, die Stärke ausstrahlen, aber haben sie überhaupt diese Stärke? Das ist diese Frage, ne? Und viele Menschen lassen sich da vielleicht ein bisschen
Ja, denken Sie, ja, es ist einfacher, wenn man so einen starken Führer, sage ich mal, hat, dann vorne anstehen hat. Ja, und das ist ja ähnlich, weil ich befasse mich ja sehr stark auch mit mir, na, mit meinem Bewusstsein. Und das könnte man so ein bisschen vergleichen, wie wenn wir jetzt zum Beispiel einmal die Seele haben, das große Ganze. Ja, und dann natürlich unsere Persönlichkeit, wo auch das Ego dazugehört. Und so ist es bei vielen Menschen auch, dass wir, dass eher das Ego noch dominant ist. Ja, genau, das eigentlich immer noch mehr haben will oder nicht genug haben kann. Ja? Und die Seele wäre eigentlich dann eher mehr der Ausgleich, da wo schon alles drin ist und wo praktisch. Fällt gerade ein, der Garten Eden noch drin ist, das Paradies, ja, aber doch dieses, ja, ja, sind wir da ein bisschen entfernt davon. Aber es könnte so einfach sein, da wieder hinzukommen, in diese Kraft, in diese unendliche, ja, Fülle, die da noch ist in uns, ja. Und das ist ja, was viele Menschen jetzt auf diesem Planeten auch in sich ausmachen, ne? Dass die Seele eigentlich mehr wird oder sich mehr zeigt und letztendlich das Ego ein bisschen zurückgehen muss. Ich denke mal, alle, die jetzt an so spirituellen Themen interessiert sind, auch unsere Zuschauer hier, die sind auf diesem Weg, ne? Wo gerade dieser Shift auch beginnt, wo die das Ego dann ein bisschen wieder zurückgeht und die Seele, wenn sie schon mal eine gewisse Stärke erreicht hat, das sich dann auch nicht mehr nehmen lässt und letztendlich dann wieder die Harmonie reinbringt, in das ganze System, in den Körper reinkriegt und da letztendlich die Heilung geschieht, von der ich spreche. Ja, genau. Und das ist ja, was jetzt im Außen auch passiert. Ne? Wir als Menschen, wir richten uns eigentlich nur nach außen, weil wir es so gelernt haben, ne, wie wir aufgewachsen sind. Das andere ist ja nicht wichtig, was für Gefühle wir haben, auch als Kinder. Wir nehmen ja extrem viel wahr als Kinder. Wir sind extrem bewusst, feinfühlig, ohne Ende, wissen, was los ist mit unserem Körper, was uns nicht gut tut. Ja, also ein Beispiel mal von mir. Ja, früher gab es ja immer diese Werbung, wo im Fernsehen kommt, na, wie ist es mit der Milch? Milch macht müde Männer munter oder so, oder irgendwie, ja, jeder muss Milch trinken, dass er stark wirkt. Und ich habe das nicht vertragen. Na. Ich habe eine Laktoseintoleranz gehabt. Und ja, ich bin ja auch hier noch auf dem Land. Und wir haben immer die wirklich die gute Milch noch vom Bauern gehabt, die richtig fette, dicke Milch. Und so wie es halt war, musste ich jeden Morgen ein Glas Milch trinken vor der Schule. Ich habe es natürlich nicht vertragen und es war mir echt immer zu viel. Na, ich habe es halt immer runtergeschluckt und da war aber der halbe Tag eigentlich eh schon vorbei. Das war, aber das wurde uns so vorgegeben, ne? Das war einfach dieses Wissen, wo man damals noch hatte, was heute nicht mehr so ist, na, oder jeder eigentlich auch weiß, dass es das gibt, so jemand, der halt so viel die Laktose nicht verträgt. Und ja, und dementsprechend habe ich da auch nicht so profitiert davon, würde ich mal sagen. Ja? Also das, was dann in der Schule so abgelaufen ist, der halbe Tag war eh schon vorbei. Ich habe da nicht viel mitbekommen, weil ich Bauchschmerzen gehabt habe und extreme Reaktionen und konnte mich da eh nicht konzentrieren. Vielleicht ist das ein Beispiel auch, was gerade bei uns in der Gesellschaft passiert. Ne? Irgendwas, was wir denken, was eigentlich gut ist, aber doch nicht so gut kommt, ne? Nicht so gut auf uns einwirkt, nicht so gut auf unser System einwirkt und für die ganze Welt vielleicht gar nicht so positiv ist. Aber das wurde auch von Generation zu Generation weitergegeben. Ne? Milch ist gut, Milch macht dich stark. Und meine Eltern, die haben das natürlich schon von ihren Eltern gehabt. Ne? Da kann man ja nicht sagen, na, irgendjemand eine Schuld geben. Das war halt immer so. Bis mal so eine Transformation kommt, bis mal vielleicht doch wieder mehr, ja,
Bewusstsein reinkommt, dass man wieder auf sich hört, auf seine Gefühle, auf seine Wahrnehmung und dann merkt, oh, das tut meinem Körper oder meinem System doch nicht gut. Ja, genau. Und das ist auch der Schlüssel, würde ich sagen, was heute wirklich zu diesem Shift führen könnte, das Bewusstsein der Menschen, dass die Menschen bewusster werden, ja, und wieder bewusster mit sich selber umgehen. Und das schlägt natürlich Wellen nach außen in die Gesellschaft. Es wird natürlich auch wieder die Gesellschaft dann verändern. Ja, genau. Ja, sehr, sehr schönes Beispiel, gerade mit der Milch und dem, ja, wie Werbung auch wirkt, wie man manipuliert wird. Also das wäre ja dann schon, naja, ich sag mal, vielleicht sogar im Interesse einiger natürlich ganz toll, ja. Also wenn die Gesellschaft in gewisse Richtungen geht und das wird ja dann auch durch, ja, es wird propagiert, also propagandistisch dann vielleicht auch aufbereitet. Alle denken, das passt schon. Und am Ende ist es vielleicht eine Vergiftung eher. Ja, also nehmen wir das Thema Krebs. Wenn wir das sehen im inneren Körper bei einem selbst, dann ist das eine Entartung einer Zelle, die eigentlich erstmal so war wie alle anderen und plötzlich nur an sich denkt. Also dieses egoistische Ich-will-wachsen-Prinzip. Und wenn wir das in die Gesellschaft sehen, dann waren natürlich auch in den 60er, 70er Jahren fing das schon an und in den 80ern ging es dann richtig hoch, so nach dem Motto, du musst dich selbst verwirklichen. Es geht darum, höher, weiter, schneller, ja, mehr Konsum und. Also jeder Einzelne, was du vorhin schon sagtest, denkt dann nur an sich. Also im Grunde genommen haben wir auch einen Krebs in der Gesellschaft, ja, der dann eben die Symbiose verlässt, weil wenn nur ich immer mehr haben will, dann muss irgendein anderer ja weniger kriegen oder andersrum, wenn ich mich weiter ausdehne, hat der andere weniger Rechte und weniger Möglichkeiten, eben auch sich zu entfalten. Also ich glaube, da finden wir wirklich ganz viele Parallelen und ich fand es sehr schön, dass du jetzt gerade auf das Thema Bewusstsein gekommen bist. Das ist ganz essentiell auch aus meiner Sicht. Was denkst du, ist es für das Bewusstsein der Gesellschaft, die letzten 3 Jahre, was hat das bewirkt? Weil hier haben wir ja schon gesehen, dass Propaganda, dass gewisse Schichten sozusagen gewisse Richtungen forciert haben. Welchen Schritt hat hier das immer mehr Bewusstwerden aus deiner Sicht zur Heilung schon mal bewirkt? Ja, klar. Also so, wenn ich jetzt in die Gesellschaft reinschaue, ja, ich beobachte natürlich immer, ich beobachte extrem. Ne? Ich glaube, das ist auch eine von meinen Fähigkeiten, die ich sehr gut kann. So habe ich mich auch weiterentwickelt. Ich habe ja auch auf der ganzen Welt besondere Menschen besucht, Heilige, erleuchtete Heiler mit großen Fähigkeiten, alles Mögliche, wo ich einfach einen Impuls bekommen habe, dahin zu gehen. Und diese habe ich natürlich auch sehr gut beobachtet, wie sie sich benehmen, wie sie sind und wie sie sich verhalten. Ja, klar, und andere Menschen habe ich natürlich dann auch wieder beobachtet, wie sie sich benehmen, wie sie sich verhalten und wie sie sind. Und manchmal ist es schon heutzutage bisschen fast erschreckend, wenn man manchmal in so ein Einkaufscenter geht, ne, dann nimmt man manchmal gar nicht so wahr, wie dass die Leute noch so ein Bewusstsein haben, mehr so ferngesteuert eher ein bisschen, ne? Ja, so einfach nur den Tag rumbekommen und ja, das Leben irgendwie zu leben. Ja, und ich denke mal, das ist dieses Problem, dass das auch vergessen wurde. Ja, was das Leben einfach ist, was das Leben sein kann, wie schön das sein kann und wie wie glücklich das auch einen machen kann. Ja, viele werden ja wahrscheinlich jetzt heutzutage auch das Leben eher als Strafe betrachten, ne? Und da ist es ja auch so, wie man das nimmt. Ja, damals, wo ich meine erste Heilung erfahren habe, ich wusste ja gar nicht, dass es möglich ist, dass sowas überhaupt existiert. So eine Kraft in uns, die uns wirklich wieder frei machen kann, die uns was schenken kann, uns gesund machen kann. Und klar, wenn man das nicht weiß, ja, woher soll man es denn wissen? Dann muss man zuerst mal die Erfahrung machen. Ja, von dem. Und das war diesen Eindruck, wo ich bekommen habe, diese Übertragung oder diese Öffnung. Ne? Und auf einmal war ich anders. Ne? Da waren die Gedanken weg, da war dieses
dieser Schatten weg, wo über mir lag, und ich war irgendwie frei. Und diese Erfahrung zu machen, das war, hat was mit meinem Bewusstsein gemacht. Das hat es frei gemacht, ja. Und da hatte ich wieder ein Ziel im Leben, ne? Da habe ich wirklich gedacht, wow, was war denn das? Und ich hab wieder was gehabt, wo mich interessiert hatte, das Leben an sich zu erforschen. Und ich denke mal, je mehr Menschen sich wieder auf diesen Weg machen, sich selber zu erforschen, das Leben zu erforschen, schauen, wer wir sind, das kann Spaß machen. Das ist richtig. Na, als Kinder haben wir immer irgendwas gesucht, was wir entdecken konnten. Wenn wir uns zurückerinnern. Ich weiß nicht, wie das bei dir, wenn du jetzt hier zuschaust, warst oder so. Als Kind haben wir immer gespielt oder irgendwas gemacht, was die Eltern, die Erwachsenen gar nicht verstehen konnten. Ne? Da waren manchmal blöde Kommentare, wo schaust denn du hin? Da ist ja gar nichts. Kennen wir ja alle vielleicht noch. Oder ja, jetzt konzentrier dich mal und schau nicht in die Luft, in den Himmel. Aber genau das ist das, was uns wahrscheinlich gerade wieder fehlt, diese Neugier zu haben, ja. Und das bringt uns Bewusstsein, ja. Und das möchte ich natürlich weitergeben, so wie ich das damals erfahren habe, dass wir das spüren, was in uns ist für eine Kraft. Ne? Und deswegen mache ich auch das. Ich bin ja sehr froh, dass es online so extrem stark funktioniert, dass es jeder bei sich zu Hause auch da mitmachen kann und diese Kräfte dann bei ihm zu Hause auch wirken über die Distanz. Das ist schon sagenhaft. Und einmal diese Erfahrung zu machen, das bringt einen auf jeden Fall weiter. Und da weiß man dann auch, dass da noch mehr ist, wie das, was wir eigentlich denken, ne? Dass es noch mehr gibt, noch viel, viel mehr. Also wir wissen noch gar nichts eigentlich. Ja, wir denken, wir sind jetzt hier, unsere Gesellschaft ist so weit entwickelt, dass wir schon alles wissen, wie wir funktionieren in der Psychologie oder was die Menschheit ist oder was die Materie ist, aber letztendlich wissen wir noch gar nicht viel. Da ist unendlich, ne? Da ist noch so viel, was wir noch erfahren können. Und da wird sich jetzt auch in den nächsten Jahren extrem viel tun, dass dieses von dem, wo ich jetzt auch wieder gesprochen habe, ins Bewusstsein kommt. Weil das ist irgendwie dieses, ja, schwierig zum Erklären, aber ich möchte, kann ich es jetzt sagen oder nicht, aber manchmal brauchen wir diese negativen Erfahrungen, um wieder das Positive zu erfahren zu wollen, ja. Genau. Und letztendlich ist es, wenn ich das jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal, was ich so nicht gerne sage, diese Dunkelheit oder dieses Dunkle oder wie man das immer noch nennen will, na, letztendlich bringt es uns wieder dieses Negative mehr in das Positive. Das ist auch irgendwie so ein göttliches Gesetz. Das Negative bringt eins immer ins Positive. Ne? Die Dunkelheit wird eins immer wieder ins Licht bringen. Und wenn wir das vielleicht mal verstanden haben, wenn wir da auch mal ein bisschen die Spannung dann rausnehmen, dann sind wir schon ein paar Schritte weiter dann auch. Ja, genau. Mhm. Ja, es ist ja auch eine Orientierung vielleicht, ne? Also du hattest ja eben auch darüber gesprochen, eben, ja, mehr der inneren Stimme wieder zu vertrauen und zu folgen, ja. Und natürlich, wenn wir dann sehen in der Gesellschaft, was passiert da draußen, das hat ja eine große Dynamik. Man fühlt teilweise wirklich so, wie soll ich sagen, schon Strömungen, die ganz viele Menschen so mitreißen. Und wenn ich halt gucke, dann waren das eigentlich gesellschaftlich gesehen in der Historie in den meisten Fällen eben mit Angst gesteuerte Strömungen, ja. Ist das aus deiner Sicht auch eine Orientierungsmarke, dass alles, wo du selber jetzt Angst fühlst, und wir wissen ja, ob das jetzt die eigene Therapie ist, wenn man krank ist, dann ist Angst der schlechteste Berater, weil das kostet ja noch zusätzlich Energie. Also was mich eher stärkt, sind ja positive Gedanken, ja, zuversichtliche Gefühle, all das. Und können wir auch gesellschaftlich sagen, also hey, da, wo irgendjemand mit Angst um die Ecke kommt, das ist schon mal garantiert die falsche Richtung. Also noch mehr ins Dunkle wollen wir nicht, sondern wir wollen nicht mehr Energie verlieren, auch nicht als Gesellschaft, sondern wir möchten eigentlich ja uns wieder mehr besinnen auf das Positive.
Ja, die Angst, das ist schon dieses das große Instrument, ne? Manche setzen das bewusst ein, manche weniger, ne? Aber das ist klar, wenn wir zuerst mal in die Angst gehen, da fehlt uns eigentlich Stärke, ne? Da sind wir eigentlich schon schwach. Und das gehört eigentlich dazu, dass wir wieder in die Kraft kommen. Wenn wir in dieser Zuversicht sind, in dieser Power, dann werden wir auch nicht so leicht in die Angst kommen können. Also die Angst, die schwächt uns auf jeden Fall mal, das macht uns unsicher, wissen wir ja auch, ne? Und wenn wir unsicher sind, dann lassen wir uns manipulieren. Genau, klar. Und das Gegenteil oder was da ja hilft, wieder in diese Stärke zu kommen. Also ich hab keine Angst, ne? Ich weiß es auch genau, seit wann das ist, seit wann ich keine Angst mehr habe. Und es war schon ein besonderes Erlebnis, ne? Also könnte vielleicht schon auch von Erleuchtung sprechen, da wo es dann hell geworden ist, da ist es alles weggegangen. Aber ich muss schon sagen, die Zeit davor war das bei mir, da war ich extrem in der Dunkelheit, ne? Das war, da war ich voll in der Angst. Und ich weiß nicht, ob ich das erleben musste, dass ich da rauskomme, in das andere reinzukommen, dass ich das verstehen konnte. Aber man sagt auch, ein Schamane oder so, ne? Jemand, wo zum Schamanen dann wird, ein Schamane hat auch keine Angst, er muss durch die Hölle gehen. Und wenn er wirklich dann wirklich durch die tiefste Hölle gegangen ist, durch die Dunkelheit, wo kein Licht mehr ist, und so kam es mir damals vor, ne? Ich musste auch abends, ich konnte ja nicht mehr einschlafen, weil ich irgendwas gespürt habe hier, wo im Zimmer irgendwas ist komisch. Das Einzige, was mich da noch gerettet hat, war so ein kleines Teelicht, das ich abends noch angezündet habe und wenigstens dieses Licht noch neben mir hatte. Und so konnte ich gerade noch so einschlafen. Genau, das ging eine Zeit. Und ja, und da habe ich das wahrscheinlich auch das Ganze begriffen, wie das so funktioniert. Und da bin ich dann rausgekommen. Und da kam die Stärke dann zurück. Da habe ich das Licht, das innere Licht, das erste Mal wahrgenommen in mir. Na, da bin ich dann auch von unten nach oben, von den unteren Chakren nach oben gegangen, wo natürlich hier, wie man das sieht im Bildhintergrund bei mir, da oben in dem oberen Bereich, das eine nur noch ist, da wo es das andere gar nicht mehr gibt. Und dieser Ort, den haben wir in uns, ne? Der ist hier auch bei uns. Und da gibt es das andere nicht, alles das Negative, da gibt es nur doch das eine. Und ich glaube, wenn man das erreicht hat, dann ist man auch frei von der Angst dann, ja. Und das kann ich natürlich heute sehr gut nutzen, indem ich das zum Teil, soll ich sagen, ja, wenn die Leute bei mir sind in dem Heilungsfeld, dann wird es so stark ausgestrahlt, dass die das auch spüren, bekommen praktisch, ne, darin baden können und sich danach auf jeden Fall freier fühlen. Genau, und ist schon so, weil das ja ein Teil von uns sind, deswegen sind wir ja auch offen dafür. Und das ist manchmal wie so ein Magnet, wo uns dann ein bisschen anzieht, ne? Genau, ja. Und wenn das dann da strahlt, gerade in dem oberen Bereich, in den oberen Dimensionen, wo das dann ist, dann überstrahlt es eigentlich alles, den ganzen Körper, die ganzen Zellen, von denen du schon auch gesprochen hast, und bringt da wieder diese Harmonie rein, weil jede Zelle, na, ist ja einzeln irgendwie. Da gibt es eine Symbiose, den Körper, wo das dann gut funktioniert. Wenn die Symbiose funktioniert, dann haben wir eigentlich Gesundheit, dann haben wir Ausgeglichenheit. Wenn da eine Angst reinkommt, na, man kann schon auch von der Angst in den Zellen dann, weil die sind ja auch intelligent sprechen, dann verändert sich das auch, dann werden die auch schwach, und dann funktionieren die nicht mehr so richtig. Also ist es natürlich schon, sind es mehrere Sachen, die wir brauchen. Einmal das Ausgeglichene, die Ausgeglichenheit, ich würde mal Frieden dazu sagen, oder Liebe würden das vielleicht auch manche auch bezeichnen. Aber auch eine Power, eine Kraft, eine Stärke, das ist auch wichtig, ne? Und das vergessen viele Leute auch im Spirituellen, dass wir auch eine
eine Stärke haben, eine Präsenz zeigen können. Genau. Und dann das Bewusstsein. Das sind diese drei Sachen, die uns weiterbringen. Und diese sollten auch ausgeglichen sein. Wir brauchen ein offenes Bewusstsein, eine Stärke, eine Power und den Frieden in uns. Ja, das, was die Spannung dann wegnimmt. Und dann sind wir, könnte ich sagen, unzerstörbar. Ja, könnte man schon fast so bezeichnen. Ja, dann sind wir auch vom Außen nicht mehr so, ja, dann haben wir das alles in uns, ne? Und alles, was auf uns einfließt, auch die Angst, wo vom Außen kommt, dann sind wir sehr stabil. Und das ist gerade ich sag jetzt mal, dieses Fitnessstudio, wo wir dieses Abo genommen haben. Alle, wo hier jetzt natürlich hier zuschauen. Ja, wir haben irgendwann mal dieses Abo abgeschlossen. Das geht 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre. Und da werden wir gerade gestärkt. Und das ist dieses Ziel, in diesem spirituellen Fitnessstudio, wo wir gerade sind, diese Stärke zu bekommen, diese Power, diese Ausgeglichenheit, diesen Frieden und dieses Bewusstsein, diese Erkenntnis. Und so entwickeln wir uns, ja. Und das ist ein Teil von der Bevölkerung, die sich in diese Richtung entwickeln, ja. Und die anderen, die müssen vielleicht noch ein paar Runden drehen oder ich weiß auch nicht. Ja, genau, ja. Ja, sehr schönes Bild auch mit der Zelle und dem gesamten Körper, dem Organismus. Wenn ich das jetzt nochmal übertrage auf die Gesellschaft, dann ja, ist die Gesellschaft eben der Organismus und die kleinste Zelle dann vielleicht eben die Familie, ja? Also die Familie, die in sich harmonisch ist und funktioniert. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht eben bei der gesellschaftlichen Heilung am Ende auch die Familie? Also vielleicht die kleinste Zelle im gesamten Leib der Gesellschaft? Ja, mir fällt gerade, wo du das jetzt so gesagt hast, mir fällt gerade was ein. Ich weiß wirklich gerade nicht mehr, wer das war, wer das gesagt hat, aber jemand hat behauptet, solange noch eine gesunde Zelle im Körper da ist, nur eine gesunde Zelle, kann sich alles noch mal heilen. Na, wenn da dieses Bewusstsein reinkommt in diese Zelle, wenn die sich ausbreitet, ausstrahlt oder so, dann kann das ganze System noch mal gesund machen. Na. Ist natürlich schon extrem schwierig, aber ja, aber und das könnte man schon so auch verstehen, klar. Und so ist es natürlich auch mit dem ja, mit der Gesellschaft, mit unseren Familien. Ja. Es gibt natürlich schon auch eine Familienstruktur, wo wir reingeboren worden sind und das natürlich uns gar keine, manchmal gar keine andere Möglichkeit das gibt, wie diese Strukturen aufzunehmen. Ja. Und da müssen wir uns natürlich auch zum Teil mal befreien davon. Ja, es wird ja von Generation zu Generation weitergegeben, ob es jetzt positiv ist oder eher negativ. Es kann sein, vor 100 Jahren war es noch positiv. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Gesellschaft, in einer ganz anderen Zeit, dass diese Struktur jetzt gar nicht mehr passt, dass es jetzt eher ein bisschen negativ wirkt, ne? Und so müssen wir uns natürlich von sowas auch lösen. Man sagt ja generell, eigentlich geht es 7 Generationen, bis es einmal so durch ist wieder. Aber wir können auch diesen Shortcut nehmen, ja? Wenn wir das bewusst wahrnehmen und uns da ja, das transformieren können. Also das hat dann was mit Heilung dann auch zu tun, mit Heilung von der Ahnenreihe, wo natürlich das Ganze dann auch bewirkt wird. Wir können ja ganz schön viel Positives auch von unserer Ahnenreihe, na, was wir ja schon haben in unserem System bekommen, aber vieles, was vielleicht für die heutige Zeit auch gar nicht mehr so passend ist. Ja, genau. Und ja, also so war das eigentlich schon auch immer hier auf diesem Planeten, dass es gewisse Leute gab, die sehr bewusst waren, Erleuchtete. Ja, und die konnten das, die hatten dieses Wissen noch und die konnten das dann zur richtigen Zeit dann wieder ja, ausbreiten in der Gesellschaft. Und andere, die dafür offen waren, haben das dann wahrgenommen, ja.
Genau. Also wir denken natürlich heute auch, die ganze Dunkelheit hüllt jetzt den Planeten ein, na, so wie es uns natürlich auch vorkommt. Aber genau das Gleiche kann andersrum auch passieren. Noch viel, viel mehr. Na? Also brenn mal eine Kerze im dunklen Zimmer an, zack, dann ist es wieder hell. Da braucht es nicht viel dafür. Ja, Und das ist sehr spielt eine schön, Rolle, was. wie wir, na, wie wir denken, na? Und wenn wir sind schöpferische Wesen und wir haben auch diese Kraft dafür, denken wir, wir sind jetzt das Licht und das Licht vertreibt die Dunkelheit. Oder denken wir sind die Dunkelheit und die Dunkelheit vertreibt das Licht. Das hat vielleicht auch jeder selber in seiner Hand. Ja. Also ich versuche mich mehr dann auf dieses zu richten. Und wie gesagt, also komme, was wolle ich. Bei mir gibt es keine Angst. Ja, die habe ich das letzte Mal vor 10 Jahren wahrgenommen, aber da extrem. Ja, und wo ich da durchgegangen bin, da hat sich das transformiert und aufgelöst. Und das vergessen viele. Also ich sehe ja viel in meiner Arbeit, na, viele Leute auch, und viele, die extrem weit entwickelt sind, die denken wirklich immer, ist dieses Paradox, sie sind die schlechtesten Menschen, wo es hier auf diesem Planeten gibt. Die sind verzweifelt, die sind so in der Angst drin. Aber ich sehe die, das ist oft so, dass es wirklich noch dieser kleine Schritt ist, wo man nehmen muss und dann frei wird, ja. Und wenn du dich jetzt so fühlst, wenn du hier zuschaust, als schlecht, als nicht würdig hier zu sein auf diesem Planeten, als nicht gewollt oder was auch immer, dann kann ich dir schon auch sagen, dass du wahrscheinlich genau noch diesen kleinen Schritt nehmen musst, um wieder hier voll anzukommen, um dieses Licht dann auch wieder nach außen zu bringen. Ja, genau. Und da gibt es extrem viele Wesen aus diesem Planeten gerade, die kurz vor dem Erwachen sind und noch denken, alles ist jetzt gerade dabei, aber letztendlich ist es komplett anders. Das sind meine Erfahrungen, ja. Das ist schon mal gut zu hören, absolut. Und ich glaube, dass natürlich auch die Gesamtentwicklung ja das zeigt, dass immer mehr eben genau dafür Unterstützung aus den kosmischen Ebenen natürlich auch zu uns hier kommen. Du hast eben gerade schon von Ahnenheilung gesprochen und das ist ja immer wieder auch ein Thema natürlich bei der Heilung jedes einzelnen individuellen Wesens hier. Aber inwieweit wirkt denn auch die Ahnenheilung gesellschaftlich aus deiner Sicht? Also nehmen wir mal die deutsche Seele, das Deutsche, man spricht ja auch davon, dass ein Volk eine Volksseele hat. Da ist ja einiges, was vielleicht noch wirklich in Argen hängt, also was vielleicht geheilt werden dürfte. Spielt das auch jetzt so eine Rolle, dass es eben um die Ahnenheilung als Gesellschaft geht? Ja, klar, du sprichst ja was, das Deutsche, das hat natürlich schon was hinter sich, ne, und schon eine Last mitgebracht, die letzten 100 Jahre da, ne, was da passiert ist. Das ist natürlich schon heftig, genau, ja. Ja, letztendlich die letzten Jahre ist das schon ein bisschen auch, wie soll ich sagen, hat sich das schon auch transformiert wieder, weil der Fokus anders gerichtet worden ist, ne? Auch dieses dann hinter sich zu lassen und versuchen, das besser zu machen, was da auch passiert ist, ne? So habe ich das in meinem Leben dann auch irgendwann mal versucht, nicht immer mich mit dem Alten dann festzulegen, na, und habe irgendwie auch beruflich das manchmal gemerkt. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann habe ich gesagt, okay, das war ein Fehler, ich kann es nicht mehr ändern, ist passiert, aber das nächste Mal mache ich das nicht mehr. Na. Und ich hatte Arbeitskollegen, das konnte ich genau so mitkriegen, die haben alles, so wie man das eigentlich heute auch macht, abgestritten und gesagt, nee, das war nicht mein Fehler, genau. Und dann eine Woche, 2 Wochen später ist genau wieder das Gleiche passiert. Und da habe ich irgendwie auch überlegt, was kann denn das sein? Ne? Und manchmal ist es gut, wenn man dann wirklich den Fokus dann ändert und sagt, ja, das transformiert man dann. Also ich erkenne das so an, wie es war. Ne? Das, was da passiert ist, ist vergangen. Ne? Mir tut es leid, ne? Alles irgendwie. Und
Aber wenn das wieder so kommt und es wird wieder eine Chance geben, das ist ja, na, ja, diese Reinkarnation oder alles, dann versuche ich das anders zu machen. Und wenn die Seele sich in diesem Moment dann erinnert, oh, da war doch schon mal was, irgendwie, oh, ist nicht so gut gelaufen, die Entscheidung, wo damals getroffen wurde, und sich in diesem Moment erinnert und es anders macht, auch ihre Stärke dann zeigt, ihre Präsenz und sich dann doch mehr auf den Frieden dann richtet, dann so kann sich das wieder dann ausgleichen. Würde ich sagen, ne? So, ich weiß nicht, ob das jetzt alles so verständlich war, aber so ist es eigentlich für mich dann, ja. Genau. Genau, ja, dass man wirklich dann versucht, dann auch zu sich zu stehen, ja, und sich nicht übergehen lassen von jemandem. Das ist schon auch in den ganzen Familienstrukturen so, ne? Wenn wir das so gewohnt sind, ja, in einer toxischen Struktur zu sein, ne? Das ist ja auch, irgendwie gibt es ja in so einer toxischen Familienstruktur auch ein Gleichgewicht, ne? Die einen, ja, wo sehr, ja, genau, die Narzissten, ja, und die anderen, die eigentlich das auch möglich machen, dass die anderen den Narzissmus ausleben können. Gäbe es die einen nicht, gäbe es vielleicht die anderen auch nicht. Ne? Das muss man sich vielleicht auch mal fragen. Und dem anderen vielleicht dann auch keine so große Chance zu lassen, dieses Toxische auszuleben, diesen Narzissmus oder wie man sich das auch immer nennen möchte. Ja. Und da gehört Stärke dazu. Da braucht man viel Vertrauen in sich, Vertrauen in seine Kraft. Und man muss sich da von der Angst trennen, ne? Sich da nicht mehr wieder unterzukriegen lassen und in die Schwäche zu gehen. Ja, genau. Ja, genau. Und das, ja, ich denke mal, das ist in allen spirituellen Praktiken auch bekannt, auch vor allem im Yoga, ne? Vor allem das körperliche Yoga, da versucht man die Power wieder reinzukriegen durch die Körperübungen auch, ne? Den Körper auch mal wieder stark zu machen, die Gedanken stark zu machen, und das dann so die Harmonie in sich zu bewahren. Das könnte sein, ja, genau, und ja, und ich denke mal, ja, also das, was wir jetzt gerade so erleben in der Gesellschaft, das gab es ja schon oft, ja, vielleicht nicht so in diesen Ausmaßen wie jetzt. Gut, aber es muss uns bewusst bleiben, das, was ich vorher gesagt habe, solange noch eine gesunde Zelle im Körper ist, kann das alles noch mal verändert werden. Solange noch ein bewusster Mensch hier, sehr provokativ, was ich jetzt sage, hier auf diesem Planeten ist. Genau, und wir sind noch viele, ne? Wir sind nicht so wenig. Also da ist schon extremes Potenzial noch da. Genau. Ja, genau, das Potenzial, das ich fühle auch, es wird immer mehr, weil das Potenzial war schon immer da, aber es entfaltet sich jetzt. Ja, also ich sehe schon auch das, was an Feedback innerhalb des Kongresses geschieht, was wir gemeinsam ja auch als Energiefeld aufbauen dürfen, mit allen Teilnehmern gemeinsam aufbauen konnten in den letzten Jahren. Wow, Ja. das ist so eine Kraft. Und ja, ich würde genauso sagen, da sind viele, viele Seelen, die genau das fühlen und sagen, wo ich bin, ist Licht. Und auf diese Ahnenheilung nochmal zu sprechen zu kommen, siehst du auch einen größeren Zyklus darin. Also es wird immer wieder ja davon gesprochen, dass wir jetzt auch in einem etwa vergleichbaren Scheidepunkt vielleicht stehen mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung, wie es damals schon mal in Atlantis war. Hast du da Verbindungen in deiner Wahrnehmung, die das bestätigen würden? Ja, genau. Also frühere Kulturen wie Atlantis, Lemuria oder was es da noch viel, viel länger schon auch gab. Ja, da gibt es ja viel. Ne? Das ist ja schon auch, können da sehr, sehr weit zurück reisen. Und gerade mit Atlantis habe ich jetzt noch nie so öffentlich gesagt, aber ich habe da schon auch eine starke Verbindung. Atlantis gibt es immer noch hier, auch diese Portale.
sage ich mal, auf diesem Planeten. Und letztendlich hat mich mal eine Insel gerufen im Atlantischen Ozean, genau, auf den, genau, also da bin ich zufällig oder ja, das war wie so ein Ruf, also auf Land nach Lanzarote gekommen und sagt ja immer noch, die Kanaren, die sind der eine Teil noch, wo von Atlantis hier übrig ist. Die andere Seite dann, was mehr dann bei Amerika dann ist noch die, das sind die anderen Überreste. Und so habe ich da durch dieses auch einen ganz großen Zugang bekommen und dann wieder erfahren, wie das damals auch schon war. Ja, das war damals anders. Es war viel feinstofflicher noch damals bei denen. Das Bewusstsein war schon sehr groß. Zu dieser Zeit, ja, und viele haben natürlich das Bewusstsein dann auch eingesetzt, irgendwie. Ja, genau, also ich möchte das jetzt nicht so thematisieren, aber war natürlich auch, ich sag mal, ein Schritt für unsere Entwicklung, na, für die Menschheit, was da passiert ist. Und wie ich das jetzt schon vorher gesagt habe, viele Seelen werden sich da erinnern können, jetzt in dieser Zeit, und die werden denken, oh, ja, damals ist vielleicht nicht so gut gelaufen, was ich da gemacht habe, oder je nachdem, aber dieses Mal werde ich es besser machen. Ja, und diese Erfahrung von damals, von Atlantis, brauchen wir jetzt. Das wird uns praktisch retten. So könnte ich das schon sagen, weil wir damals diese Erfahrung gemacht haben, wo es noch nicht so materiell war. Und das jetzt in der materiellen Zeit noch sehr, sehr viel mehr gebrauchen können. Ja, genau. Und da war natürlich schon auch sehr viel Wissen da, extremes Wissen, was dann, wenn wir wieder, ja, diese Öffnung bekommen, wieder zu uns kommt. Weil das Wissen ist ja immer noch bei uns in der Seele drin. Klar, wir waren ja als Seele damals auch auf Atlantis, die wo da waren. Ne? Andere waren vielleicht auf anderen, ja, in anderen Kulturen früher noch oder so. Mir kommt gerade dieses Bild, wie sich das jetzt alles wieder vereinigt gerade. Und es wird schon die nächsten 2, 3 Jahre passieren. Ne? Das wird nächstes Jahr schon anfangen. Und auch die anderen Dimensionen, wo es gibt. Atlantis war ja hier eine, schon auch auf unserem Planeten oder unser Planet ist ein Teil davon noch. Aber es gibt natürlich im ganzen Universum ganz andere Ebenen noch. Ganz andere, ja, wo wir auch schon inkarniert waren. Ne? Ganz andere Dimensionen. Und das wird sich mehr und mehr vereinigen. Ne? Da wird viel dieses Wissen, was da schon erfahren wurde und was sich dann positiv ausgewirkt hat, wird hierher kommen und sich formen. Weiß nicht warum, aber mir kommt wie so ein Schneeball gerade in den Sinn. Ne? Schnee ist ja auch so was Faszinierendes, die ganzen Schneeflocken, wo dann vom Himmel runterkommen und dann irgendwie auf der Erde dann landen und das dann alles bedecken. Auch schön weiß, weich, hell, rein, wenn es vom Himmel runterkommt. Und das wird sich dann formen praktisch und uns viel, viel Wissen geben, ja, genau. Ja, schönes Bild mit den Schneeflocken, absolut. Und du hast ja vorhin schon eben auch die Essenzen nochmal so schon zusammengetragen. Wenn wir sagen, wie innen so außen, dann hat eben das Gesellschaftliche ja mit jedem Einzelnen von uns zu tun. Und ich glaube, ein ganz zentraler Punkt war eben von dir schon gesagt, dass in inneren Frieden zu kommen. Und wenn wir im Äußeren noch Krieg sehen, dann führen wir auch innerlich Krieg, der eine mehr, der andere weniger. Aber das sind die Baustellen, wo jeder selber für sich ja anfangen kann. Ja, das ist alles in mir. Ich kann mich damit beschäftigen. Ich kann das ausgleichen, harmonisieren. Dann natürlich das Bewusstsein zu erweitern. Dazu gehört dann ja auch eben das erstmal wahrzunehmen, was vielleicht auch oftmals ja, eine Enttäuschung sein kann, ja, dass eben dort Kräfte wirken, die es nicht gut mit einem meinen oder eine Krankheit vorhanden ist, die man bisher noch nicht wahrgenommen hat. Das ist aber unterm Strich wichtig und sollte einen eben nicht in die Angst führen, sondern eben
in die Stärke, so wie du es auch sagtest, was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde. Also das zusammengefasst ist es schon ein sehr schönes Bild für mich, dass im Grunde genommen die gesellschaftliche Heilung auch von der Heilung jeden Einzelnen abhängt und jeder kann dafür sein Bestes geben sozusagen, indem er in sich in den Frieden kommt, sein Bewusstsein erweitert und in die eigene Kraft, in die Schöpferkraft auch kommt, um zu gestalten. Denn wie du sagtest, jeder hat es für sich in der Hand. Lieber Achim, wundervolles Gespräch, Gänsehaut wieder an so vielen Stellen und es ist schön, dass ja wir wirklich immer wieder mit diesen Gesprächen auch die Gelegenheit haben, Themen aus verschiedensten Blickwinkeln mal zu beleuchten und damit Inspiration zu geben. Und das ist etwas, was uns ja auch immer wieder sehr am Herzen liegt, Dinge zu beleuchten und damit vielleicht einen Anstoß zu geben, eine Inspiration zu geben für Veränderung. Wir haben kurz vor der Sendung schon gefühlt, da ist noch was anderes für heute auch im Feld. Du hast mit uns und machst das ja in vielen Sessions auch mit einzelnen Menschen oder auch mit Gruppen von Menschen Heilungsräume zu öffnen, dann aber ja für die persönliche Heilung oftmals. Und die Frage war dann, okay, willst du heute den Raum mit uns gemeinsam eröffnen für eine gesellschaftliche Heilung? Hast du das schon mal gemacht? Ja, das ist ja spannend. Genau. Ja, also so direkt jetzt noch nicht. Genau, indirekt ist es natürlich immer, wenn man bei mir in das Heilungsfeld kommt, in das Heilungsfeld, das wirkt ja nicht nur bei einem selber. Ne? Da wird ja alles praktisch, dann die ganzen Schichten, die noch da sind, aufgelöst. Und so schlägt es natürlich Wellen. Ja, genau. Aber wir können das gerne mal so direkt machen, weil klar, der Impuls war schon vorher sehr stark, weil das, was wir hören gerade, ist schon, ja, dieses, was wir eigentlich nur noch hören, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne? Habe ich eine Atombombe, dann hat der andere 10 Atombomben und das Stärkere gewinnt und so. Genau. Und dass wir einfach dieses Thema auch ein bisschen angehen in uns und auch in der Gesellschaft und nicht nur, dass das Gewalt wieder mit Gewalt gelöst wird, ne? Spannung, doch noch mehr Spannung, weil irgendwann wird es dann explodieren, wie wir das wissen. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass wir wirklich wieder dahin kommen. Und wir können das natürlich nicht im Außen jetzt von heute auf morgen vielleicht beeinflussen, aber wir können das bei uns machen. Jeder bei uns. Und das ist unser Universum, ne? Unser System, unser Körper. Und da sind wir wirklich die Könige, sage ich jetzt mal. Genau. Da bestimmen wir und da können wir auch bestimmen, was wir hier haben wollen. Wollen wir den Frieden haben oder wollen wir ja, das andere haben, den Krieg? Wollen wir Verzweiflung haben oder wollen wir die Zuversicht haben? Und dass wir da jetzt noch einfach reingehen und das wird natürlich Wellen schlagen. Ne? Also wenn wir das mal auf seelischer Ebene betrachten, wir haben ja unsere Augen, wo wir die Menschen sehen, die Hülle praktisch erfassen können, aber die Seele, die sieht da tiefer, ne? Auf einer anderen Ebene. Und die Seelen, die sehen schon auch das Licht in einem. Ja. Und das Schöne ist einfach, wenn die eine Seele wieder mehr Licht, mehr Zuversicht ausstrahlt, mehr Kraft, mehr Freiheit und die andere Seelen, die vielleicht da zuschauen und es auch sehen und da noch nicht so viel von dem Licht haben, die wollen das dann auch. Und genau dieses Wollen, dieses Möchten, das wird sie wieder dahin führen, auch wieder mehr Licht zu haben, mehr Licht auszustrahlen. Und ich glaube, so kann das ganz gut wirken, dass das jetzt hier in der ganzen Gesellschaft auch wirkt, weil wir können jetzt auch die Räume öffnen. Ja, also die Persönlichkeit vielleicht nicht, aber die Seele kann das, dass wir uns jetzt auf Seelenebene, auf dieser Dimension jetzt zeigen. Und je mehr wir natürlich jetzt da sind auch, je mehr wir da mitmachen, umso mehr wird auch das Licht sein, das da ausstrahlt. Und je mehr wird es auch die anderen beeinflussen, die dann auch zu dem werden wollen.
Ich glaube, das ist es, was wir machen können, ja. Ja, Genau. wundervoll, Achim. Okay. Wenn wir das machen, vielleicht lassen wir das Ende dann wirklich ausklingen. Von daher, ja, würde ich an meiner Stelle nochmal Danke an dich sagen für dieses wundervolle Gespräch. Danke an alle Zuschauer. Und dann gehört jetzt das Ende, sozusagen der Raum dessen, was sich eröffnet, jetzt dir, der geistigen Welt und aller Seelen, die sich hieran anschließen. Danke. Ja, super, lieber Kai. Ja, danke. Das ist eine gute Idee, dass wir das dann einfach wirken lassen und gar nichts mehr sprechen. Ja, und einfach dieses Licht dann scheinen lassen, diese Kraft. Und ja, auch an dich nochmal vielen Dank. Das ist immer wieder toll, mit dir so ein Gespräch zu führen, die Impulse auch von dir kommen. Und ja, ich finde das wirklich faszinierend auch, wie du das auch rüberbringst und verknüpfen kannst und diese Themen dann immer so auch ja so verständlich dann rüberbringst, ja, und diese Harmonie, wo zwischen uns ist, das ist eh genau, also das ist immer wieder schön, genau, das spüre ich jetzt auch, also jeder, wo das jetzt auch als Zuschauer spürt, diese Gänsehaut, das ist diese, ja, das, was von oben kommt, dieses Himmlische, ne, dieses Kühle, dieses Engelhafte, ne, diese Engelwesen, wo jetzt uns nochmal überstrahlen. Genau. Und es ist immer schön, wenn diese Verbindung zwischen uns ist. Ja, okay. Vielen Dank. Dann können wir einfach da nochmal anfangen. Genau, vielleicht, ja, fassen wir uns echt nochmal mit der rechten Hand aufs Herz und schließen dann die Augen. Und kommen dann nach innen. So atmen wir jetzt noch mal tief in den Bauch und spüren auch, nehmen wahr. Spüren zuerst die Erde, unseren Füßen, da wir ja ein Teil von der Erde sind, von diesem Planeten. Nehmen uns wahr, wie wir fest verbunden sind mit dieser Kraft, die uns trägt, die uns beschützt, auf der wir sein können, auf der wir auch loslassen können. Unsere Last, die wir noch mit uns tragen, einfach abgeben und die Erde das dann gerne auch transformiert und uns frei macht, uns hilft. Dessen sollten wir uns bewusst werden, dass hier noch viel mehr ist, gerade auch auf diesem Planeten. Und so, wenn wir jetzt gut geerdet sind, jetzt einfach dieses Feld öffnen. Was jetzt geschehen wird, und wir jetzt auch die Dimension verbinden, du als Seele, du als göttliches Wesen als Teil der Schöpfung jetzt wieder mehr in den Vordergrund kommst. Und deine Kraft zeigst, deine Fähigkeiten, die in dir sind, die schon lange da sind, die du auch über die ganzen Inkarnationen hier erfahren hast, jetzt, so wie sie gebraucht werden, zum Vorschein kommen. Sei es in anderen Kulturen wie damals in Atlantis oder in anderen hochentwickelten Kulturen, Gesellschaften.
jetzt dieses wieder hier herbringen. Diese Erfahrung, wo Positives zum Vorschein gebracht haben, hier wieder in unserer Gesellschaft verankert werden. Ich will jetzt einfach diese Leichtigkeit spüren, diese Freiheit, die da ist, im Kosmos, im Universum. Und diese Freiheit, diese Unendlichkeit jetzt ein Teil von uns wird, in unserem System, in unseren Zellen. Und die Freiheit so die Spannung auflöst, transformiert. Und das Leben wieder wirken kann, die Gesundheit, die Kraft und die Fähigkeiten, die in uns schlummern. Und so, wenn wir jetzt auch zurückgehen in unsere Ahnenreihe, die uns auch beeinflusst, jetzt mehr das Positive zum Vorschein bringt und alles, was jetzt in der heutigen Zeit, im Jetzt, im Hier, eher eine Spannung hervorruft, jetzt transformiert wird und Freiheit zurückkehrt. Das Positive wirken kann. Und so wie es jetzt unsere Ahnenreihe transformiert, befreit und Erlösung geschieht, jetzt noch weiter größere Kreise zieht und auch die Ahnenreihen, die Gesellschaften, die hier auf diesem Planeten sind, die Länder, die Kulturen, jetzt befreit, die Spannung verschwindet, sich auflöst und die Freiheit zurückkehrt, die Freiheit. Die uns heilt, die den Frieden bringt. Und alles andere jetzt gehen darf und wir so nicht mehr haben müssen. Die Erfahrungen sind gemacht. Und wir können uns jetzt dem Positiven zuwenden. So wie wir jetzt als einzelne Seele diese Erkenntnis haben, wird es ausstrahlen über die ganzen Seelen hier im Universum. Und diese Erkenntnis sich verbreiten.
Freiheit sich verbreiten, Harmonie und Gesundheit, denn es ist genug da für alle. Und so werden die Wege geöffnet, zurück zur Fülle, zurück zur Unendlichkeit, zurück zum Paradies. Dass sich jetzt auch bei uns, in unserem Körper, in unserem System, in unseren Gefühlen und in unseren Gedanken manifestiert und wahrhaftig wird. Und nehmen wir uns jetzt noch ein paar Minuten Zeit in der Stille, es wirken zu lassen, dass es ankommen kann. Und danach werde ich einmal umsingen und wir werden es einfach dann wirken lassen.